24. Oma nervt so. Falsch. Wie kommen Sie denn auf Roman Herzog? Ich sage Ihnen jetzt schon mal die Antwort auf die Frage, damit Sie gleich nicht irgendwie am Schlauch stehen. Und zwar die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen jetzt gleich stelle, lautet Roman Herzog. Ja? Also ich komme jetzt nochmal hier an und dann, damit das so aussieht, als wäre das. Ne? Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar, was ist die Wurzel aus 329? Herzog. Roman Herzog. Falsch. Ja, weiß ich nicht. Können Sie sich da... Sie sagten die Wurzel aus? 329. Ist nicht Roman Herzog, sondern? Helmut Kohl. Helmut Kohl. Genau. Wir machen eine Umfrage und ich sage Ihnen die Antwort einfach schon mal vor. Ich komme dann nochmal. Dann tun Sie so, als hätten Sie die Frage zum ersten Mal gehört, damit Sie nicht gleich am Schlauch stehen. Die Antwort lautet Bundespräsident Roman Herzog. Ja? Mhm. Das ist die Antwort auf die Frage. So, jetzt komme ich nochmal. So. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage und zwar, was ist die Wurzel aus 329? Weiß ich nicht. Na? Weiß ich nicht. Vielleicht Roman Herzog? Ja, das könnte sein, ja. Sehen Sie? Richtig. Dankeschön. Wiedersehen. Moment. Was machst du denn jetzt? Lieblingsfoto zeige ich ihm. Ja, das finde ich nicht so gut. Das finde ich nicht so gut, nee. Das haben wir gedacht. Welches gefällt dir am besten? Auf was für Frauen stehst denn du so? Auf alle, die gut sind. Ja? Ja. Zum Beispiel? Erotisch, weich, müssen sie sein, sanft, ja? Ja. Wie ein Blatt im Wind. Mhm. Weich und leicht müssen sie sein. Oh, ja. Ja, schönes Becken, herrlich, wunderbar. Es braucht ein guter Hengst, braucht ein Becken. Das war wieder ein eindeutiges Angebot. Ja, ja, kannst du haben. Ach, das wird schon als eindeutiges... Sexy Underground. Es hat mich schon jemand flachgelegt in der Sendung, auch wenn es nur dieses Scheißteil ist. Nee, mir geht es nicht um Flachlegen, mir geht es ja eigentlich um den Tanz. Findest, um den du Tanz den, mit einer Frau. Findest du den Becken besonders erotisch? So? Ja, ein Becken ist, muss sein. Ja? Ohne Becken. Das sieht auch sehr gebärfreudig aus, dieses ohne Becken, Becken. Ja. Kannst du mich nicht wecken. So, unser nächster Gast, den kennen wir alle als Märchenman aus Samstagnacht. Und auch er hat ein Video gemacht und er spielt heute vor uns. Hier ist ein Ausschnitt aus seinem Video. You, only you.
me protect you for the rest of my life. All I ever want is you, baby. Der wunderbare Mirko Nonche. So, jetzt hab ich ja. Nein. Stefan. Du hast mir was mitgebracht. Komm, hier ist dein Platz. Wo darf ich den Platz platzieren? Da ist dein Platz. Wie kommt es denn dazu, dass du so ernsthafte Musik machst? Das ist doch nicht ernst. Ach so. Oder was? Naja, also das hört sich schon ernst an. Also ich dachte, das wird jetzt was Spaßiges so. Märchenman, Techno, da hat ja jeder mit gerechnet. Nee, da muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Bock drauf. Nee? Was mit Rolf los? Was ist denn los? Ja, nichts. Was ist denn mit Rolf los? Ja, weiß ich auch nicht. Ich denke, du bist ja Gast heute Abend. Ja, ich bin jetzt im Abseits. Ja. Sag mal, Mirko, was sagst du eigentlich immer zu diesem Haken? Da, wenn du Märchenman machst, dann hast du immer diesen Haken auf der Schulter. Was sagst du denn zu dem immer? Ja, das ist ein ganz schwieriger Satz, den werde ich jetzt mal versuchen zu sprechen. Was sagst du, Frank, den ich kleinen Haken, die auf der Schulter setzen nennen darf? Ja. Wo ist hier eigentlich der Applaus? Habt ihr irgendwie ein Maschinen? Was ist denn da los? Wir haben sehr viel mehr Spaß bei uns in der Sendung, muss ich sagen. Ja? Was hier los? Ja, ihr habt aber auch oben dieses große Schild, wo immer Tor steht. Das verwundert ja. Stimmt ja gar nicht. Das verwundert ja manchmal. Da denke ich immer, also den Gag, den fand ich nicht so gut, aber wieso haben die Leute da gelacht? Nein, das Schild ist nur da, wenn die so, keiner hier da ist. Hier ist das so, hier hat keiner ein Schild hoch und hier lachen sie dann zwar nicht so oft, aber... Wo kommt Herzen, dann dieses ehrlich? Aus vollem Herzen. Aus vollem Herzen. Ja. Genauso, wie du es gesagt hast. Aber Mirko ist ja auch bekannt. Mirko ist ja auch der Sohn von einem von den Gypsy Kings, ja, was ihr nicht wisst. Ja. Ich habe nichts getrunken. Das sind hier die Stühle. An denen ist was nicht ganz koscher, meine Lieben. Passt auf. Ja. Mein Wasser. Das ist nur Wasser. Also Mirko ist dein Wasser. Wieso? Mirko ist ja auch einer von, ist ein Sohn von einem von den Gypsy Kings. Nee. Ja. Ja, und Mirko singt jetzt für uns was auf Spanisch? Ich singe den Titel Menstruation. Okay. Sehr gut. Ja. Da? Ja, genau. Bisschen hier. Wie geht das? Anne de Tore, ma delle ore, ma delle sera mo la si, ma la si è lo sambrotore, ma io sono il mio corazon. Ma se le da me la mia, quando te so gioia mi, o se le la se lo dia, o fare lo se lo di, ma ancora menstruazione. Ja? Da kannst du mal sehen, Rolf. Ja? Alles musikalische Leute, jeder hier hat schon mal eine Platte gemacht. Jetzt kommen wir wieder zu dir, Mirko. Du bist ja, immer diese Rollen, wo man eigentlich keinen Text auswendig lernen braucht. Weil das, was du da redest, ist ja eigentlich mehr oder weniger... Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig? Ja. Ja? Du hast ja diese Tennisspielnummer. Mirko macht das privat sehr gerne. Der spielt immer Tennis. Ja? Und zwar auf so einem Hallenboden. Wie geht das noch? Warte mal. Das finde ich sehr, sehr, sehr außerordentlich. Das kann man ja nicht so... Nicht. Ja, da musst du ihn aber ganz... Den musst du die Füße sehen, ne, mit der Kamera. Gib mal was zurück, also, pass auf. Ist wichtig, so. Und so weiter, ja. So, wir haben ja hier schon einige, guck mal, da fällt was um. Deine Quanolone. Ja, einige Take That-Fans im Studio gehabt, aber ihr wisst ja auch immer, was los ist, wenn Take That irgendwie, ach Quatsch, Worlds Apart, Entschuldigung. Oh. Wie heißt die Kapelle noch, die gleich kommt? Worlds Apart, Entschuldigung. Die steckt die immer alle in einen Hut hier. Bett und Frühstück und wie sie alle heißen. Caught in the Egg. Nein, Worlds Apart, das ist aber bei den ganzen Teenie-Bands so. Da stehen, das wird der Mirko auch bestätigen können. Natürlich. Bei ihm stehen auch immer haufenweise junge, blutjunge, willenlose Frauen vor der Tür. So, und dann haben wir jetzt einen Videoausschnitt, haben wir den? Ja, aus ihrem aktuellen Video It's Christmas Time. Und da schauen wir uns jetzt mal an und dann sind sie gleich da.